Moin, ich bin Jonas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Microsoft Viva Insights. Was ist Viva Insights? Ihr kennt vielleicht Microsoft My Analytics, den Optimierungsdienst, den ihr auch in Outlook findet, aber auch in den Office 365 Produkten. Der wird gerade nach und nach von der Microsoft Viva Welt abgelöst. Viva ist ein großes Produkt, was viele, viele Services zusammenführt, was die Work-Life-Balance optimieren soll, was euch helfen soll, mit den Office 365 Produkten effizienter zu arbeiten. Viva bzw. Microsoft Viva Insights findet ihr in allen Business-Lizenzen, die es gibt, also von E3 bis E5 und E1, den F-Lizenzen, aber auch den Education-Lizenzen und den Business-Plänen. Also nur im privaten Bereich gibt es das nicht, ansonsten ist das in allen Businessplänen enthalten und ihr findet die Funktion dann in eurer App-Übersicht, das zeige ich euch gleich, wo ihr überall die Viva Insights-Funktion findet, was die können, was die Stand heute können und wie sich das Ganze weiterentwickelt und wie ihr das heute schon nutzen könnt. Viva Insights ist letztes Jahr vorgestellt worden und wird kontinuierlich immer weiterentwickelt und weiter ausgerollt, das heißt, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Und heute Stand, ja, Ende 2021 zeige ich euch einmal, wie Viva Insights aussieht als App, ganz normale Browser, was das Ding in Teams kann und wie der Service auf einem mobilen Gerät aussieht. Ich persönlich finde Viva Insights ziemlich praktisch, aber jetzt lasst uns das erstmal anschauen und dann kommen wir zum Fazit nach diesem Video. Eine Sache noch vorweg, wir haben jetzt gerade die 200 Abonnenten geknackt, da bin ich mega stolz drauf. Danke für jeden, der da das Knöpfchen gedrückt hat und jeder, der jetzt zuschaut, drückt das Knöpfchen, falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auch die Glocke. Und liked das Video, schreibt in die Kommentare. Es macht super viel Spaß, die nächsten Videos kommen. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was kann Microsoft Viva Insights? Los geht's! Wir sind wieder in unserer Übersicht, die wir jetzt schon aus zahlreichen Videos kennen. Und wollen direkt mal anfangen, wo finden wir Viva Insights? Im Grunde findet ihr Viva Insights da, wo ihr vorher auch die My Analytics App gefunden habt. Und zwar in der App-Übersicht und hier gibt es jetzt Viva Insight mit diesem dunkelblauen Icon. Und ihr seht schon, wenn ihr ein bisschen rumguckt, die My Analytics App ist nicht mehr da. Also aus My Analytics wird Viva Insight. Im Laufe des Videos werdet ihr jetzt aber gleich sehen, das ist noch nicht vollständig abgelöst. Das heißt, der Begriff My Analytics, den gibt es immer noch und der taucht auch immer noch auf und es gibt auch die Einstellungsseiten. Das zeige ich euch gleich aber, wie das aussieht. Wir gehen also hier direkt mal rein in Viva Insights. Auf unser Dashboard, was dann aufgeht. Und ihr seht jetzt hier zum einen direkt einmal die Übersicht, was gerade so der Fokusplan ist. Das ist das Thema Fokusarbeitszeiten, was ihr vielleicht kennt. Ihr könnt ja in eurem Kalender eben über My Analytics bzw. jetzt Viva Insights Fokusarbeitszeiten blocken, in denen euch Leute dann keinen Termin einstellen können, in denen dann euer Teams automatisch auf nicht stören geht, um ganz in Ruhe auch mal arbeiten zu können. Denn das ist ja heutzutage gerade seit der Pandemie und seit der Tatsache, dass wir alle im Homeoffice sind und immer digital unterwegs sind, schwerer auch wirklich mal dazu zu kommen, zu arbeiten. Sonst hüpft man immer nur von Meeting zu Meeting, aber schafft eigentlich nicht so richtig was. Das ist wie gesagt jetzt das Dashboard, das ist noch relativ aufgeräumt. Ihr habt auf der rechten Seite die aktiven Mitarbeiter, das sind die Personen, mit denen ihr zuletzt irgendwie viel Kontakt hattet. Da wird alles Mögliche ausgewertet, also zum einen, mit wem habt ihr viele Mails geschrieben, mit wem hattet ihr aber auch viele Meetings. Oder eben mit wem habt ihr viel telefoniert. Hier seht ihr die angezeigt und habt da natürlich auch die Möglichkeit, weitere anzuzeigen. Da kommen wir gleich drauf. Und wenn ihr hier runter scrollt, habt ihr dann weitere persönliche Erkenntnisse. Da seht ihr ja, wie der Wochenplan aussieht. Also ihr Kalender ist normalerweise weniger als 30% gebucht, wenn die Woche beginnt. Das ist ganz schön. Das ist aber allerdings hier auch meine private Umgebung. Ihr habt hier eine Information über Dokumente, die ihr während ruhigen Stunden bearbeitet. Und ihr habt hier auch Infos über neuere Mitarbeiter oder die zuletzt neu hinzugekommenen Kontakte, mit denen ihr gearbeitet habt. Das Ganze ist natürlich ich sag mal, noch ein bisschen aussagekräftiger und größer und ausgefüllter, wenn ihr in einer produktiven Arbeitsumgebung seid. Ich zeige euch hier allerdings meine private, weil ansonsten ist es relativ komplex, alles auszublurren, was ich euch nicht zeigen dürfte. Und dann wäre irgendwie 70% des Bildschirms geblurrt und da hättet ihr dann auch nichts von. Also, schauen wir mal weiter. Das ist, wie gesagt, die Viva Insights Startseite des Dashboard. Und dann gehen wir hier mal auf Persönliches und da seht ihr schon, das ist das, was ich eben angesprochen habe. Wir kommen wieder zu My Analytics.
weil noch ist das My Analytics. Seht, ihr könnt hier oben wieder zurück zur Insights, Viva Insights Startseite gehen, da kamen wir gerade her. So, und hier habt ihr jetzt auch weitere verschiedene Detailinformationen, also über das Arbeitsmuster, über die Fokuszeiten, über das Wohlbefinden. Also da wird analysiert, wie ruhig oder wie voll sind eure Tage. Nochmal das Netzwerk, die Zusammenarbeit, also wie viel verbringt ihr wirklich in Besprechungen, in E-Mails, in Anrufen und all solche Dinge. Und das könnt ihr euch denn hier auch im Detail weiter anschauen. Ihr habt die Möglichkeit, hier die Vorschläge euch anzeigen zu lassen. Wir gehen mal auf den Fokuspunkt. Hier seht ihr jetzt, wie viele Fokuszeiten habt ihr schon gebucht. Da könnt ihr zum Beispiel ja, nochmal nachsteuern. Ihr könnt hier aber auch einen Plan konfigurieren. Wenn ihr da reingeht in den Fokusplan, dann könnt ihr sagen, wie viele Fokuszeiten möchten Sie täglich einplanen. 1, 2 und 4 Stunden habt ihr da die Möglichkeit. Ihr könnt sagen, wann ihr diese Fokuszeit idealerweise in eurem Kalender haben wollt. Also wollt ihr eher vormittags ruhig für euch arbeiten und nachmittags Meetings machen oder andersrum. Wann soll eure Fokuszeit beginnen? Also was ist der früheste Zeitpunkt? Und das ist der Punkt, den ich angesprochen habe, das nicht stören. Wollt ihr die Teams-Benachrichtigung während der Fokuszeit deaktivieren oder aktivieren lassen? Da habt ihr außerdem hier noch die Möglichkeit, eure Arbeitswoche zu konfigurieren. Da könnt ihr sagen, was sind denn euch überhaupt eure Arbeitstage? Also Montag bis Freitag, ganz klassisch. Oder habt ihr auch samstags Arbeit? Start- und Endzeit ist quasi das, was ihr auch aus eurem Outlook-Kalender kennt. Das ist hier auch genau diese Einstellung, die sich dann im Outlook-Kalender wiederfindet. Wann fangt ihr überhaupt morgens an zu arbeiten und wann ist regulär euer Feierabend? Zumindest nach Plan. Ich weiß, dass es nicht immer so überall bei jedem, dass er einen geplanten Feierabend hat. Aber man sollte es sich auf jeden Fall vornehmen, dass man ab einer gewissen Uhrzeit sagt, so jetzt bin ich im Feierabend und die Probleme von heute Abend, die sind morgen früh auch noch da. Und ihr könnt jetzt hier auch weitere Fokuszeiten buchen, da klickt ihr drauf und dann werden die Fokuszeiten entsprechend bei euch eingebucht. Dann habt ihr den Wohlbefinden-Tab, den haben wir eben auch schon gesehen, da seht ihr, ja, wie eure Tage so verteilt sind. Habt ihr eher ruhige Tage oder habt ihr verlorene ruhige Stunden am Tag? Das heißt, da wo ihr zwar eigentlich etwas Ruhigeres geplant habt, aber dann eure Tätigkeiten doch anders aussahen. Das heißt, da wo ihr eigentlich was Ruhiges geplant habt, aber eure Tätigkeiten dann auch anders aussahen. Ihr seht das hier bei mir, da das ja meine private Umgebung ist und ich die natürlich primär an den Wochenenden nutze. Wir sehen das hier auch unten. Wo sind die ruhigen Tage, wo sind die nicht so ruhigen Tage? Also ich habe jetzt in den letzten 28 Tagen 15 ruhige Tage gehabt und 13, an denen ich irgendwie viel dann gemacht habe. Da seht ihr das. Und natürlich auch an den Wochenenden ist dann bei mir immer mal wieder was gemacht, weil ich eben da dann arbeite. Ihr seht, wie die längste Abfolge ruhiger Tage ist, durchschnittliche ruhige Tage pro Woche bekommt ihr hier angezeigt. Ihr bekommt hier auch die Unterbrechung der ruhigen Stunden aufgelistet und zwar wodurch die unterbrochen werden. Also durch Besprechungen, durch E-Mails oder durch Chatanrufe. Bei mir sieht das so aus. In, ich sag mal, einer klassischen Arbeitsumgebung wird das wahrscheinlich vor allen Dingen durch Chat und Anrufe nochmal ein viel größerer Anteil sein. Das ist hier auf jeden Fall auch ganz praktisch. Dann habt ihr bei den Dokumenten, könnt ihr euch noch hier Vorschläge anzeigen lassen. Und als nächsten Punkt haben wir den Punkt Netzwerk. Und auch hier habt ihr jetzt verschiedene, ich sag mal, Informationen. Also ihr bekommt die aktiven Benutzer gerade angezeigt, dann habt ihr hier so eine Auswertung unten in so einer Kartenansicht, wie viel, also das ist hier in Zeiten eingeteilt, ihr seht das 45 bis 15 Minuten oder unter 15 Minuten und dann sind da die jeweiligen Kontakte aufgeführt. Bei mir sind die jetzt, also ihr seht jetzt hier die Kontakte nicht, aber normalerweise stehen da dann entweder der Kontaktname oder die E-Mail-Adresse und so seht ihr dann quasi, wie viel arbeitet ihr mit wem wie zusammen. Und könnt daraus dann eben auch direkt Dinge ableiten. Ihr könnt auch die Kartenansicht ausmachen. Dann bekommt ihr hier so eine Statistik aufgezeigt. Das ist, denke ich, auch ganz spannend. Da seht ihr dann, ja, die Gesamtzeit, die ihr mit einem Kontakt verbringt, die Antwortzeiten, wie viel ihr dieser Nachrichten gelesen habt beispielsweise. Also das finde ich auch ganz interessant. Das könnt ihr auch nochmal zwischen extern und eben nicht extern filtern. Also wenn ihr das auf extern filtert, werden eben nur externe angezeigt. Ansonsten werden natürlich auch die Kontakte aus eurem Unternehmen mit angezeigt. Ihr könnt nach den neuen filtern, also die jetzt in dem Bewertungszeitraum der letzten 28 Tage dazugekommen sind. Und die wichtigsten, das sind die ihr mit einem Stern markiert habt, quasi eure Favoriten. Auch die könnt ihr euch hier dann nochmal gefiltert anzeigen lassen und eben auch da wieder zurück auf die Kartenansicht springen.
finde ich auf jeden Fall eine ganz nützliche Funktion, um so ein bisschen Übersicht zu bekommen. Dann habt ihr noch die Zusammenarbeitseinstellungen bzw. Auswertung. Auch hier wieder die letzten 4 Wochen, der wöchentliche Durchschnitt. Ihr seht, wie viel Zeit ihr womit verbringt. Ich habe jetzt, da ich natürlich jetzt wenig mit meinem privaten Account irgendwie in Teams, Telcos oder ähnlichem rumhänge und den eigentlich primär für E-Mails natürlich benutze, seht ihr, ich habe hier sehr wenig Chats und Besprechungen, 0% und 2% E-Mail im Bereich Zusammenarbeit und der Rest ist für Fokusarbeitszeit verfügbar. Aber in einer produktiven Umgebung, wo man natürlich auch viele Meetings am Tag hat, wo man viele E-Mails schreibt, wo man eben aber auch mal spontan angerufen wird und chattet, sieht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Hier habt ihr dann weitere Besprechungsgewohnheiten, die angezeigt werden. Das ist natürlich auch ganz hilfreich, also wo ihr einfach seht, was ihr in diesen Besprechungen gemacht habt, wie hoch ist die Teilnahmequote, haben eure Meetings, Skype und Teams-Links, Online-Besprechungen, seid ihr immer pünktlich oder seid ihr irgendwie in 80% aller Besprechungen zu spät? Dann habt ihr die Kommunikationsgewohnheiten unten. Auch das ist, denke ich, ganz interessant, was euch mal die Tageszeiten so anzeigt. Also wann lest ihr E-Mails, wann sendet ihr E-Mails? Das ist so hier der größte Unterschied. Chats und Anrufe wären jetzt hier auch drin, die gibt es bei mir leider so gut wie gar nicht. 0% habt ihr ja eben gesehen, aber ihr seht so, wann ist die Verteilung über den Tag, wann am meisten ja sich quasi mit diesen Dingen beschäftigt wird, in welchen Uhrzeiten. Und hier oben sehen wir dann, in den letzten 4 Wochen habe ich 46 E-Mails gesendet, 413 gelesen und ja, 0 Chats und Anrufe geführt. Und da habt ihr quasi auch so eine Übersicht für euch zum besser Verstehen von dem, was da los ist. Dann haben wir noch die Konfigurationseinstellung, da waren wir eben schon, hier gibt es tatsächlich auch nicht mehr. Und das sind im Grunde alle My Analytics Einstellungen, beziehungsweise das, was jetzt nach und nach sich mit Viva Insights eben zusammenführt. Klar ist, mit Viva Insights werden auch noch weitere Funktionen kommen. Das Ganze integriert sich ja auch in Outlook. Das kennt ihr. Ich kann euch das mal kurz zeigen. In Outlook sieht das Ganze so aus. Ihr habt hier diesen Insights-Tab, den ihr euch aufmachen könnt in euren Add-ins oben. Ich bin jetzt hier im neuen Outlook. Da habt ihr hier das 3-Punkte-Menü, da wo ihr auch OneNote, FindTime und Teams findet. Da habt ihr eben auch Insights. Und da habt ihr diesen Tab und dann seht ihr, was ihr hier machen könnt. Also wir können einmal zum Dashboard wechseln, wir können Abwesenheiten planen, also im Kalender. Wir haben hier ja E-Mails, die quasi automatisch erkannt werden, dass es hier Dinge zu erledigen gibt, weil da jemand was gefragt hat oder ihr was gefragt habt. Ihr habt den Punkt wichtige Personen, da wird dann erkannt, hey, mit dieser Person habt ihr sehr viel Kontakt, wollt ihr die zu euren Wichtigen hinzufügen? Ihr könnt wiederkehrende Mittagspausen automatisch von Insights einrichten lassen. Also so viele kleine nützliche Helfer, die ihr dann eben auch in Outlook wiederfindet. Eine weitere Stelle, wo ihr Viva Insights findet. Ihr merkt schon, das ist alles sehr connected. Jetzt sind wir hier in Teams und ich gehe hier mal auf die weiteren Apps und ihr seht auch hier Viva Insights. Und wenn wir da drauf gehen, geht quasi die Viva Insights App in eurem Teams auf. Die sieht so aus. Könnt ihr einmal angeben, wie ihr euch fühlt. Dann könnt ihr ja Lob an Kollegen senden. Hier ist eine Atemübung mit hinterlegt, wo ihr euch jetzt mal 1 Minute aufs Atmen konzentrieren könnt, um Stress zu reduzieren. Ihr kennt diese Themen. Und auch hier haben wir wieder die Top-Aktionen, also die wichtigen Kontakte markieren, Zeitfenster blocken für Fokusarbeitszeit. Ihr seht hier, was zum Beispiel Microsoft To-Do für euch parat hält, also das connectet sich jetzt auch in Viva Insights und das ist das, was ich meinte. Ihr seht, alle Dienste werden nach und nach ineinander connected. Ich habe gerade aktuell keine offenen To-Dos in meinem To-Do. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Dann habt ihr hier oben noch den Punkt verbunden bleiben. So, und in verbunden bleiben seht ihr quasi eine Auswahl der E-Mails oder der Elemente aus eurem Postfach in dem Fall, wo es etwas zu tun gibt. Also ich bekomme jetzt gerade 2 E-Mails vorgeschlagen, die mich darauf hinweisen, weil Viva Insights die E-Mail gelesen hat und ihr seht hier oben beispielsweise, ich muss unseren Termin leider nochmal schieben, wie sieht es bei dir morgen aus? Hier ist eine Frage an mich gerichtet worden. Ganz klar, und da kann ich jetzt sagen, habe ich die schon beantwortet oder muss ich da vielleicht noch was tun? In dem Fall habe ich das schon getan, wir haben das Meeting verschoben und hier unten ist ebenfalls noch eine Frage und auch da könnte ich jetzt wieder sagen, habe ich mich da schon drum gekümmert oder eben nicht. Das ist bei verbunden bleiben und bei Zeit schützen
habt ihr die Möglichkeit, nochmal Fokuszeiten einzustellen. Das ist quasi das Gleiche, was ihr eben auch in My Analytics gesehen habt. Hier könnt ihr jetzt festlegen, wo eure Fokuszeiten sein sollen, beziehungsweise ihr seht, ich habe ja vorhin Fokuszeiten anlegen lassen. Automatisch hat jetzt für mich immer jeden Morgen 8 bis 10 Fokuszeiten eingetragen. Ich kann die Zeitfenster hier jetzt auch wieder entfernen. Ich kann hier sagen, an welchen Tagen möchte ich diese Fokuszeiten haben. Die kann ich hier dann auswählen. Ich kann die Zeiten noch dazu auswählen. Also kann hier eben auch quasi diese Einstellung direkt in meinem Teams jetzt machen, weil Viva Insight sich eben da auch reinconnectet. Das ist soweit das. Und dann habe ich hier oben noch einmal das Einstellungsmenü unter den drei Punkten. Auch hier findet ihr wieder Einstellungen, die ihr kennt. Einmal zur Arbeitswoche, montags bis freitags, die Arbeitszeit. Ihr habt den Punkt virtuelles Pendeln. Da könnt ihr konfigurieren, wann ihr quasi in einer Pendelzeit seid. Bedeutet, wann ihr quasi keine Zeit habt, weil ihr zur Arbeit fahrt oder wenn ihr im Homeoffice seid, da jetzt einfach mal dann die Zeit zum Kochen nutzen wollt oder um die Zeit, ja, für die Kinder zu nutzen, weil die Kinder von der Schule kommen und die müssen Mittag bekommen oder Hausaufgaben machen oder ähnliches. Also ihr seht, ihr könnt auch solche Dinge hier jetzt planen, die Zeitfenster blockieren, hatte ich gerade gesagt. Könnt ihr Reflexionszeitpläne einbauen quasi, die dann eben auch wieder Zeiten euch im Kalender darauf benachrichtigen, dass ihr euch mal ein paar Minuten Ruhe gönnt und vielleicht mal zwischen zwei Meetings eine Pause macht. Das sind so diese Dinge, die euch in Viva Insights helfen sollen, euch im Arbeitsalltag besser zurechtzufinden, das Wellbeing, wie Microsoft es so schön nennt, zu erhöhen und das Ganze auch wirklich im Kalender zu verplanen, weil wenn man es sich einfach nur vornimmt und es nicht im Kalender ist, dann hat man von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr irgendwie durchgehend Meetings, hetzt von einem Termin zum anderen und nimmt sich keine Zeit dafür. Und so will euch Microsoft quasi helfen und es ist gerade jetzt in dieser digitalen Zeit, wo wir alle viel im Homeoffice sind, und eben nicht die Pause in der Kaffeeküche so wirklich haben. Natürlich enorm wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt und so versucht, Viva Insights euch dabei zu helfen und euch Tools an die Hand zu geben, dass ihr da auch wirklich dran denkt, dass der Kalender geblockt ist, dass da kein Kollege noch die nächste Telco zwischen zwei Slots schiebt. Ich finde das total praktisch. Und auch die Lobfunktion, auch hier wieder klassische Zeitplanfunktion, wann ihr jemanden loben wollt oder dass ihr mal jemanden loben wollt oder dass ihr überhaupt vielleicht auch Zeit für Kollegen und Kolleginnen aufwenden wollt, um denen einfach mal zu sagen, dass ihr gerne mit denen arbeitet oder eine virtuelle Kaffeepause einrichtet. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Also ihr seht, in Viva Insights gibt es viele nette kleine Gimmicks, die euch helfen sollen, euren Arbeitsalltag leichter oder besser zu gestalten und eben auch ein bisschen euer Wohlbefinden zu steigern, die Work-Life-Balance zu erhöhen, sodass ihr nicht wie eine Maschine nur davor sitzt, denn wir wissen alle, die jeden Tag nur am Computer arbeiten, so wie ich ja auch, das ist auf eine andere Art anstrengend als körperliche Arbeit, ganz klar, aber es zerrt doch auch an den Nerven, wenn man wirklich nur von Meeting zu Meeting hoppt, wenn man keine Zeit hat, sich mal einen Kaffee zwischendurch zu holen, wenn man nicht mal verschnaufen kann, weil schon das auf Toilette gehen dafür sorgt, dass ihr zum nächsten Meeting zu spät kommt, sind solche kleinen Helfer natürlich unglaublich praktisch, um den Tag ein bisschen zu entzerren. Denn ansonsten geht ihr irgendwann auch auf dem Zahnfleisch. So, was ich euch noch einmal zeigen möchte für Viva Insights bzw. My Analytics, das sind die Einstellungen, die ihr da machen könnt als Admin. Also wir gehen mal in die Einstellungen. In unserem Admin Center, das kennt ihr, Einstellung der Organisation. Hier findet ihr ja alle eure Dienste, die kein eigenes Admin Center haben. Also Planner und Forms und so weiter und so fort. Und da findet ihr unter anderem auch noch unter dem Punkt, Microsoft Viva Insights, formerly My Analytics. Da geht ihr drauf und dann geht hier so ein Pop-up auf und da habt ihr dann verschiedene Einstellungen, die ihr hier machen könnt. Ihr könnt die Standardeinstellung natürlich umstellen, ihr könnt aber eben auch zum Beispiel das Outlook-Add-in für alle Nutzer in eurer Organisation deaktivieren, ihr könnt das Erkenntnisse-Dashboard deaktivieren und auch diese wöchentliche Zusammenfassungsmail, die man bekommt, in der dann aufgelistet ist, ey, du hast diese Woche 10 Stunden in Meetings und 10 Stunden am Telefon verbracht und 10 Stunden Fokusarbeitszeit gehabt, auch das kann man hier ausstellen. Hier findet ihr außerdem auch weitere Informationen in der Microsoft-Dokumentation zum Thema Privatsphäre und Datenschutz.
Ich gehe da jetzt mal ganz bewusst nicht drauf ein, weil das Thema unglaublich groß und komplex werden kann. Gerade im Hinblick auf Betriebsräte, Datenschutz, Mitarbeiterüberwachung, was geht da, was geht da nicht. Das ist ein viel diskutiertes Thema. Da gibt es Dinge, die man beachten sollte. Man sollte auch nicht alles so heiß essen, wie es vielleicht gekocht wird, um ehrlich zu sein. Aber ich behalte mal meine Meinung hier außen vor, weil ich will euch eigentlich nur das Produkt zeigen und nicht auf die rechtlichen und datenschutzrelevanten Themen dazu hier gerade eingehen. Das wird es, glaube ich, ein bisschen sprengen. Genau, aber ihr seht, so viele Einstellungen könnt ihr da eigentlich auch gar nicht dann am Ende des Tages machen. Aber ihr könnt ja eben auch einige der Dinge einfach deaktivieren, wenn ihr sagt, ihr wollt sie in der Organisation nicht haben. Was ich euch dann jetzt gerne noch einmal zeigen wollen würde, ist der Vollständigkeit halber, wie das Ganze auf einem Mobilgerät aussieht, denn Viva Insights in der Teams App integriert, findet sich natürlich dann auch in der Teams App auf eurem mobilen Gerät wieder, also beispielsweise auf eurem Smartphone oder eurem iPad. Und wir gehen dazu jetzt direkt mal rüber in unsere Teams App. Und sind jetzt hier quasi in der Teams-App auf meinem Android-Handy. Und ihr seht, ihr habt hier ganz normal Teams, euren Chatverlauf und so weiter und so fort. Und habt hier unten im Punkt Mehr in den Apps, genau wie ihr es auf der Desktop-App auch gesehen habt, die Möglichkeit zu sagen Viva Insights und bekommt dann hier, ja, genauso die Startseite. Guten Tag, ihr könnt euer Wohlbefinden auswählen, ein Lob machen oder Lob vergeben. Ihr könnt ja die Konzentrationsminute machen. Ihr könnt wieder hier verbundene Kontakte als wichtig markieren, Fokuszeiten und so weiter und so fort. Das sind genau die Einstellungen, die ich euch eben gerade auch gezeigt habe. Auch hier wieder verbunden bleiben als Option, da wo eben die Kontakte, mit denen ihr zuletzt Kontakt hattet und wo vielleicht in irgendeiner E-Mail noch ein offenes To-Do ist, euch angezeigt werden, findet ihr hier auch. Ihr seht, hier werden die wieder vorgeschlagen und ihr habt dann hier eben die Möglichkeit, damit zu interagieren. Und unter Weitere habt ihr auch wieder den Punkt Zeit schützen, wo ihr dann Fokusarbeitszeiten, das virtuelle Pendeln und so weiter einplanen könnt. Also genauso wie in der Teams-App auf eurem Rechner habt ihr das Ganze eben auch mobil, um damit arbeiten zu können. So. Das war einmal der Rundumflug Microsoft Viva Insights. Wo findet ihr heute Viva Insights? Was kann Viva Insights bis jetzt? Wie ist der Stand zwischen My Analytics und dem, was jetzt Viva Insights wird? Also wo findet ihr noch welche Funktionen wieder? Das Admin Center habe ich euch kurz gezeigt. Und jetzt würde mich auf jeden Fall euer Feedback freuen. Nutzt ihr Viva Insights schon? Was haltet ihr von so einem Dienst? Mögt ihr das oder seid ihr da eher skeptisch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Denkt dran, Daumen auch da lassen, abonniert den Kanal, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Wie immer, bleibt gesund in diesen Tagen und eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich. Macht es gut und tschö mit Ö.